Leute, diese Folge hatte einfach alles. Drama, Witz, Liebe, Aufregermomente. Und ich glaube, wir genießen das alles nochmal gemeinsam. Und wir haben Bock auf die 5. Folge von Kampf der Reality Stars. Woo! Ja, in der letzten Folge wurden ja Manni und Sarah aus der Sala gekickt. Allerdings wurde dann beschlossen, hey, wir unterbreiten euch ein krasses Angebot, dass ihr vielleicht nochmal die Sala rein könnt. Da steigen wir auch gleich wieder ein. Wer sich natürlich aber mal die ganze Folge angucken will, kann das gerne machen auf RTL Plus. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ansonsten der Kanal abonnieren. Und ja, wir schauen dann mal, was da abging. Let's go! Der Star, der den höchsten Betrag bietet, bekommt eine Sendezeitverlängerung und darf bleiben. Der andere Star muss die Sala verlassen. Schreibt euer verbindliches Gebot verdeckt in euer Notizbuch. Und bei Manni kann ich mir jetzt vorstellen, dass er einfach sagt, komm Sarah, schreib ein bisschen 2-3 Euro auf. Ich schreibe hier gar nichts auf und du musst nicht mal Geld ausgeben, um zurück in die Sala zu kommen. Ich glaube, der macht das. Und dann haben wir Sarah wieder an der Backe. Na toll. Kampf der Reelle ist da. Und da muss man alles geben. Ich muss knallhart an eine Sache rangehen. Nur einen Euro? Dein Ernst, Manni? Ja, ich poker immer. Man denkt, die Schrotthändler sind dumme Leute. Und irgendwie erscheint mir das jetzt auch nicht gerade besonders klug, Manni. Aber Kampf der Reality Stars hat er komisch jetzt gespielt. Weil selbst wenn er jetzt irgendwie andeutet, dass er mehr gesetzt hätte, würde es ja nur dazu führen, dass Sarah mehr setzt und er verliert. Oder Sarah bietet einfach mehr als einen Euro und er verliert. Also er verliert ja gefühlt auf jeden Fall. Okay. Ich guck mal, wie hoch ich biete hier. Das zählt das Angebot. Würdest du alles geben? Ich sag gar nichts. Das ist ja Pokern. Nee, Mann, das ist nicht Pokern. Das ist einfach nur weird, was du da gerade machst, weil das bringt doch nichts. Aber gut, wir glaube ich, wir können davon ausgehen, Sarah wird zurück in die Sala kommen. Yippie. Perfekt, Alter. Das ist aufgeklärt. Also, ich sag ganz ehrlich, Manni, ich möchte auf jeden Fall noch mal reingehen. Dann schreib einfach auf, ohne dass ich sehe. Nein, aber wenn ich wieder reingehe, verstehst du, dann kann mir das halt wieder passieren, weil so viele Leute gegen mich sind. Ja, und eventuell wäre es dann jetzt richtig klug, Sarah, dass du doch nicht wieder reingehst. Hat sie gerade eine Erkenntnis? Hat sie gerade den Moment, wo sie endlich weiß, die haben keinen Bock auf sie, sie haben sie schon rausgewählt, dann bleib auch besser draußen? Oh mein Gott! Weißt du, es kann sein, dass das vielleicht jetzt mein letzter Job ist, so. Und dass ich davon lange leben muss, verstehst du? Von dir Sommer, ja. Ja, und das ist so eine krasse Entscheidung, weil... Oder man lässt es einfach. Das Ding ist einfach, dass... Ich hab das Geld nicht. Lass mich doch mal ausreden, Manni. Mein Gott, Sarah, du lässt die Leute doch auch nie ausreden. Und eigentlich will der Manni das auch nicht hören, deine Leidensgeschichte. Ja, wenn das jetzt dein letzter Job ist für lange Zeit, dann behalt halt die Gage, mach da nichts, biete nichts und geh einfach in Würde. So wie du immer gehst, Sarah. Ich habe keine Ahnung, wie krass du gehst. Aber... Ich bin hier noch nicht fertig. Oh, und da habe ich jetzt bei Sarah aber einige Nullen gesehen. Also wenn das jetzt nicht gerade nur Nullen sind, hat sie auf jeden Fall mehr geboten als Mannis Euro. Ich meine, ihr müsst doch gecheckt haben, als der nur 2 Sekunden fürs Aufschreiben gebraucht hat mit 2-3 Strichen, dass das jetzt nicht so viel Geld sein kann, oder? Das hätte ihr doch auffallen müssen. Haben Sie eine Grundschule besucht? Weil ich glaube, dass das hier nicht ein würdevoller Abgang war, wie ich den eigentlich verdient hätte. Und deswegen setzt sie viel Geld und will zurückkommen. Kannst du mal kurz darüber nachdenken, was wäre das denn jetzt für ein Comeback? Also, du nervst alle, du bist super schrecklich, wirst rausgewählt, weil du alle abfuckst und kommst dann wieder, Leute, das war kein würdevoller Abgang, das machen wir nochmal. Ja, die Leute werden dann bestimmt das alle feiern. Manni, ich gebe 8000 Euro von meiner Gage. So wenig. Der Manni hat seine ganze Gage jetzt gegeben. Nee, ich bin ja nicht blöd. Er hat einfach nur Sarah richtig, richtig hochgetrieben. Aus Jux, weil er konnte nie weiterkommen. Oh mein Gott, ich liebe es. Und sie hat einfach 8000 Euro von ihrer Gage. 8000 Tacken abgegeben. Wie hoch ist ihre Gage bitte, dass sie ja einfach so mal 8000 Euro aus dem Fenster rausschmeißen kann. Und dann zu sagen, ja, ich kann ja auch vom Rest noch lange und gut leben. Wow, was geht da ab? 1 Euro, Manni, Alter. Ja. Euro. Ich bin Manni wirklich dankbar und er hat ein gutes Herz und mit dem Euro hat er mir gezeigt, dass er mich lieb hat. Der hat dir mit dem Euro gezeigt, dass er dich richtig krass verarschen kann, weil er hat jetzt die ganze Zeit so getan, als ob es richtig krass viel wäre, damit du richtig krass viel Geld setzt und einfach in die Pfanne haust. Also ich werde richtig sauer auf Manni jetzt. Aber gut, ja, Sarah ist dankbar, sie versteht es vielleicht nicht ganz. Verstehst du das nicht? Mhm. Du verstehst das nicht. Und ich hoffe, dass es dann würdevoll wird für mich, weil ich glaube, das habe ich echt nach 16 Jahren auch viele
trauriger Momente in meinem Leben echt verdient. Hä, aber Sarah, du hast doch richtig, richtig viele gute Momente. Ich meine, du warst in Hollywood, du hast eine internationale Haarkampagne, du bist wahrscheinlich auch Knie-Model, wir wissen es nicht genau. Also, es war nicht alles tief. Du hast eine Tochter, wenn man das als Pluspunkt sehen will. Also, hey! Oh mein Gott, aber sie kommt schon wieder das Grauen da so runtergewatschelt, ne? Und die anderen wissen noch nichts von ihrem, naja, Glück. Guck mal darüber. Guck mal darüber. Guck doch mal darüber. Sarah. Keine Party ohne Sarah Kay. Ja, toll. Also, hat die sich verlaufen? Bitte, bitte sag, dass die nicht den Weg wusste. Warum ist Dean jetzt schon wieder da? Ja, da haben wir sie gerade gedacht, die sind sie los. Ist sie wieder da. Viel Spaß. Zieh einfach mit einer Sektflasche an der Treppe. Hier anlehnend. Also war kein schöner Anblick. Das war Hollywood. Das sah aus wie Desperate Housewives. Tut mir leid. Sie hat so lange geheult, bis sie es geschafft hat, zurückzukommen. Ja, so kann man das eigentlich auch quasi zusammenfassen, Emmy. Also das war quasi die Situation. Ich weiß jetzt nicht, wie man ganz Hollywood da in dieser Szenerie sehen will, wenn Sarah da runtergetrottet kommt, aussieht wie ein häufig Elend und aus der Sektflasche einfach was weggibt. Dann denke ich mir nicht so, wow, das ist Glamour. Das ist Hollywood. Das, wow, krass, Sarah. Ist nicht mein Gefühl dabei. Der ein oder andere hat hier richtig mein Image durch den Dreck gezogen. Was? Der wird hier richtig kassiert und es wird rasiert. Lass mich ausreden, wenn ich hier reinkomme und dafür viel Geld bezahlt habe. Oh Gott, was ist das für ein Auftritt? Die hat dich gerade rausgeworfen, weil du nervst. Dann kommst du wieder, Mancha, mein Image durch den Dreck gezogen, jetzt wird rasiert. Da sagt doch niemand Hallo. Freut uns, dass du wieder da bist. Also die möchte doch einfach direkt wieder raus, ne? Okay, war schön mit dir, Tor. Wer seine Gage abgibt, was lachst du? Um hier weitermachen zu können? Nein. Das ist doch nicht dein Ernst. Was? Ja. Nein. Ja, denn ich habe meine ganze Gage abgegeben. Alles, das ganze Geld ist als einfach futsch möglich. Und dann so, nein. Und ich so, ja doch, also ein Teil der Gage. Also 8000 Euro. Was bei mir vielleicht recht und viel ist. Ich habe es nicht verraten. Ich würde gerne wissen, wie viel Gage die kriegt. Weil 8000 Euro, Alter, mein Gott, was geht bei dir? Das war eine krasse Entscheidung, weil ich jetzt hier ein Risiko eingehe, dass ich jetzt in den nächsten Tagen hier... Mhm. Ja, dann so, ja, das Risiko ist eingegangen, dass du hier auf jeden Fall wieder rausfliegst. Aber jetzt machst du einen auf die Mitleidmasche. Leute, ich habe richtig viel Geld bezahlt, dass ich wieder bei euch sein darf. Es wäre richtig assi, wenn ihr mich raustretet und rauskickt und ich finde eine zweite Chance. Und alle so, na gut. Müssen wir jetzt mal machen, ne? Manipulation in meinen Augen. Naja, mit diesem Schock sind dann allerdings auch alle schlafen gegangen. Da keine Bestrafung anstehen, konnten sie auch alle in ein Bettchen schlafen und hatten Wasser und konnten duschen und es war alles schön. Na, außer dass Sarah halt dabei ist. Und dann kommt auch schon der nächste Tag und man spürte wieder so leichte Love-Vibes. Ich mag Paul und ich denke schon, dass da ein guter Vibe zwischen uns ist. Man kann für Anziehung und Gefühle manchmal nichts. Und die Eva, die kann dafür einfach nichts. Der Paul findet sie wahrscheinlich nur ein bisschen scharf und will gar nicht mehr von ihr. Aber Eva, die sieht da die Liebe und sie hat Bock. Oh, ich hoffe, wir werden nicht lange mit diesem Thema belästigt, weil diese Szenerien, die will ich nicht sehen. Sie hat ihre Seele an Capital Reality Stars verkauft. Also wenn ich irgendwo rein möchte, dann komme ich nicht, ist schon fast aggro-überheblich, mit dem Auftritt gestern Abend hier rein. Ist so, das war ein mieser Move. Matthias hat das sogar gesehen und hat das jetzt gejudged. Matthias, der weiß, wie man sich verhält, der die Etikette quasi geschluckt hat. Der weiß, Sarah, das war nicht gut. Das war nicht clever. Nur unangenehm. Ich hatte gestern jetzt nicht das Gefühl, dass du dich freust, als ich wieder zurückgekommen bin, ne? Also Sarah, ich musste erstmal, das habe ich dir aber auch da schon gesagt, erstmal das alles sacken lassen. Das war jetzt aber eine tolle Ausrede. Ich meine, er hat sie rausgekickt und hat ihr so eine Münze gegeben, dass sie rausfliegt. Sie kommt zurück und er muss das erstmal sacken lassen. Auch als guter Freund, da freust du dich halt nicht, da musst du es halt sacken lassen, ne? Ja, Matthias spielt ja noch ein bisschen vor, dass die befreundet sind. Sarah durchschaut vielleicht, dass es nicht so ist. Flügner! Du willst halt nicht anecken, dass du jemand anderes nehmen würdest. Nein, das ist ja Unsinn. Matthias, der sich einfach aus der Schlinge zieht, das ist für mich ein Mensch ohne Rückgrat. Was? Der Matthias? Nein. Sag nein. Also das sind ja jetzt ja auch Gedanken plötzlich. Wie kommt ihr auf sowas nur? Ihr könnt mich nicht aus so einer Sendung rauswählen. Wenn ihr euch zeigen wollt, lasst mich drin, Alter. Jede Sendung, wo ich war, hat Quote in die Unendlichkeit. Also Sarah, du kannst ja davon ausgehen, dass es nur an dir liegt. Tut sie allerdings trotzdem. Sie denkt wirklich, Sarah Kay, die ist einfach, die war in Hollywood. Die Frau war in Hollywood, sie ist ein Megastar und deswegen gucken wir doch alle. Wir gucken alle eigentlich nur wegen Sarah. Wenn Sarah rausfliegt, will doch keiner mehr die Sendung sehen, oder?
Ja, ja, genau. Wir wollen das Sarah-Thema allerdings erstmal kurz abschließen, weil wir haben Bock auf einen frischen Wind. Und frischer Wind ist halt nicht alter Wind wie Sarah, sondern neue Leute, ne? Neue Gäste! Jetzt schon? Klar! So, you have to get nervous and run around in circles. Tatsächlich habe ich mich darüber amüsiert, zu sehen, wie die Leute gleich auf einem zustürzen und alle um einen rumschwirren. Hä, wurde das nicht letzte Folge erst Daniel vorgeworfen, dass er genau das macht und jetzt wird er es witzig, jetzt andere machen, weil er es nicht machen würde, niemals? Ach, die werfen sich das auch alle jede Woche gegenseitig vor, ne? Und wie heißt du? Ich bin der Sascha, ich bin 45 Jahre alt. Das ist ein Bild von meinem Zwillingsbruder, das bin nicht ich. Das sehe ich, das ist der Jay. Wer ist das? Ich habe nie gesehen. Wer soll das sein? Ist das ein, ja, bestimmt vor 20 Jahren irgendwas Tolles. Man kennt mich aus Big Brother. Gewinner von 1 Million Euro ist Sascha. Alles klar, er hat Big Brother gewonnen, einer der früheren Staffeln, wo man noch Big Brother geschaut hat und wo definitiv der Fashion Sense ein anderer war. Und jetzt ist er nach 20 Jahren bei Kampf der Reality Stars, weil die Million weg ist anscheinend. Verkackt. Oh, na, wie geht's dir? Das freut mich. Hi. Ich weiß, wie lange das her ist. Oh mein Gott, und Matthias sofort. Also der wirft auch immer ein vor, dass ich sich reinschleimt. Der so, hi, ich bin Matthias, freut mich, hi, ja. Mhm, klar, Matthias schleimt nie. Nein. Ich fand ihn umwerfend. Echt, hast du lange Haare gehabt, was? Bis hier. Okay. Hi. Ah, jetzt irgendwie erinnere ich mich gerade. Menschen mit langen Haaren, die sagen Sarah irgendwas. Ne? Da ist irgendwas in ihrem Hinterstübchen plötzlich passiert. Matthias hat ihn natürlich auch geliebt. Fan seit erster Stunde, immer schon die letzten 20 Jahren hardcore gefollowt bei Instagram überall. Ja, und jetzt ist er endlich da. Jetzt mitbekommen, dass das halt auch immer darum geht, wie wirkt man bei jemand anders, wie steht man da. Und deshalb ganz schwierig, das irgendwie so einzuschätzen. Jetzt sofort um dich rumzuschwirren, das kann dann auch wie Schleim wirken. So, so. Nee, ist doch schön, kennenzulernen. Manche kennen einen ja. Ja, ja, das machen die doch alle aus Nettigkeit hier und das finde ich auch voll schön. Und Daniel, warum sprichst du das jetzt so komisch an? Das sind keine Sympathiepunkte. Ich liebe es auch, wie alle doch so gelächelt haben, während Daniel redet. Scheiße, ist das jetzt doof hier wieder für uns? Ja, und damit ist dann der erste Drops gelutscht. Sag mal, geht's noch? Also ich habe immer das Gefühl mittlerweile, Daniel ist irgendwie so die größte Herausforderung für mich, hier nicht auszurasten, hier nicht zu platzen. Glaub mir, Matthias, das bist du für andere garantiert auch. Allerdings, ja, Daniel eckt jetzt langsam mal wieder an. Das heißt, ja, langsam, seitdem er eingezogen ist, mögen den auch ja voll viele nicht. Aber der saved sich halt jedes Mal oder wird gesaved oder kommt einfach weiter. So ist es halt. Der boxt sich da durch. Ich habe gestern was ganz Verrücktes gemacht. Ich habe mich wieder eingekauft hier in das Format. Das ist für Sascha jetzt natürlich irre faszinierend. Sarah, du hast den Typen gerade kennengelernt. Der kennt vielleicht gerade mal deinen Namen. Das ist doch nicht das Cleverste, was du jetzt sagen kannst. Ich wurde gestern rausgewählt, weil mich hier keiner mag. Ich bin jetzt aber wieder dabei. Wie dumm ist das? Leute, wie dumm ist das bitte? Es geht weiter, es kommt der Bödel. Ah, guck mal, winkt. Okay, das muss ein Mädchen sein, wenn sie so winkt. Können die das endlich mal lassen, dass nur Frauen so winken? Es haben auch schon Kerle so gewunken. Mein Gott. Allerdings, ja, das ist jemand, den wir kennen und jemand Neues. Das bedeutet eine gute Ablenkung, dass Sarah mit ihrer Geschichte nicht weiter fortfahren kann. Frau, Alarmglocke Nummer 1. Blond, oh mein Gott, Alarmglocke Nummer 2, alles schrillt bei mir, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich liebe es einfach, dass Emmy sich auch ein bisschen selber beschreibt. Frau, blond und das ist einfach das Schrecklichste, was sie erstmal denkt. Emmy, was sollen denn Menschen über dich denken? Denk mal darüber nach. Na, ich habe gesehen, dass sie alt ist. Also ist ja alles in Ordnung gewesen. Bitte begrüße sie auch so. Oh mein Gott, in der Ferne habe ich gedacht, das ist eine hübsche junge Frau, die da jetzt kommt, aber zum Glück bist du alt. Oh, ich bin so beruhigt. Emmy, das wären so gute Pluspunkte, wirklich. Man kennt mich aus Gut bei Deutschland. Im Moment ist es so, dass du dachtest, wenn du das hinter dir hast, Corona, ja, dann können wir ja nicht arbeiten. Ah, das ist Peggy, ne? Daher kennen wir sie. Aber wir kennen sie nicht von Gut bei Deutschland. Wer guckt Gut bei Deutschland? Niemand. Wir kennen sie vom Sommerhaus der Stars, wo sie mit ihrem Steff dabei war, der irgendwie auch schon mal bei Kampf der Reality Stars war und auch eine sehr problematische Person war. Wir erinnern uns. Aber die haben sich irgendwann getrennt. Das war gut. Nach 25 Jahren, bam, Sommerhaus, bam, Realitätsklatsche, bam, getrennt. So läuft es. Nein. Wie geil, ich wollte schon mal machen. Ach, Sarah. Hey, wie geil ist Hallo. Oh, wie schön, ich freue mich so. Ja, gut, also ich habe heute mein Comeback. Ich bin gestern schon mal rausgewählt worden. Alter, Sarah, du hast sie gerade kennengelernt. Das waren wie lange? 2 Sekunden? Dann hast du es direkt rausgehauen. Das wird ja immer schlimmer. Oh, Sarah, mein Gott, bevor es jetzt Freitagsdrama gibt, wir machen weiter. Ja. Nein, das sind noch die Reste meiner Schwangerschaft.
Ja, Schande über mein Haupt. Sie hat ihren Bauch gestreichelt und sich über das Kind gefreut. Oh mein Gott, ja, da bist du ein paar Monate zu spät. Eigentlich aber auch, fand ich dann darüber nachzudenken, oh Sarah, bist du hochschwanger in dieses Format gekommen? Ja, garantiert. Wow, ich glaube auch. Ich brauche auch Geld. Bevor Sarah allerdings sich weiter dann bei dem Nächsten einschreiben kann und ihre ganze Lebensgeschichte erzählt, kommt dann eine kleine Überraschung. Da hat sie heute massig Arbeit vor der Brust, denn wir schicken noch wen rein. Eine dritte Person. Eventuell kann Sarah schon schreien, dass sie gestern rausgewählt wurde, bevor er am Strand ankommt, damit er auch Bescheid weiß. Dann wäre sie noch mal schneller. Nico oder Herr Patsche? Nico oder Herr Patsche? Schlagersänger. Schlagersänger. Schlagersänger? Ah, ein Schlagersänger. Also, keine Ahnung, nie gehört. Keiner, wer das sein soll. Ein Schlagersänger anscheinend. Mein Name ist Nico Paczynski. Ich bin 46 Jahre alt, habe sehr lange Fußball gespielt. Ah, ist kein Schlagersänger. Es könnte sein, dass er auch jetzt Schlager macht, aber es ist ein Fußballspieler, der im Gegensatz zu Jakob vom Prominent getrennt wirklich mal was erreicht hat beim Fußball. Keine Ahnung was, weil ich mich nicht für Fußball interessiere, aber er hat irgendwie 2003 mit St. Pauli irgendwas gemacht, was man im Fußball halt so tut. Freut mich für ihn. Gerade nach der Fußballzeit fällt man in so ein kleines Loch. Ja, und natürlich sind damals gewisse Sachen schiefgelaufen. Und so ist es natürlich auch gekommen, dass man da ein paar mehr Euro ja, verzockt hat. Ich liebe es, dass er casual sagt, dass das natürlich passiert. Also natürlich, wenn du mit deiner Fußballkarriere aufhörst, bam, wirst du spielsüchtig. Das ist halt so. Also es, klar, es ist, sollte man das jetzt nicht schämen, aber es irgendwie so darzustellen, als ob das natürlich passieren muss, ist auch ein bisschen seltsam. Ich dachte ganz kurz, was für ein Paralleluniversum ist die unterwegs, ganz ehrlich? Ich hab dich angefeuert. Ich hab dich angefeuert damals. Geil, ist mir eine Ehre. Fett, fett. Wie geil ist das denn? Daniel war der Einzige, den kannte. Er kommt ja aus Hamburg, St. Pauli. Da ist ja irgendwann eine Verbindung. Und Daniel fangirlt jetzt ein bisschen. Und der Fußballtyp so, freut mich auch. Da jetzt allerdings alle Kandidaten angekommen sind, kann man das nächste Bestrafungsspiel anfangen. Und beim Vorlesen des Textes hat Serkan auch schon eine Idee, was die nächste Bestrafung sein könnte. Alle Möbel werden weggenommen. Und das finde ich ja nicht so cool als Idee. Du bist zu erfinderisch, mein Freund. Danke für die coole Idee, lieber Serkan. Könntest du in Zukunft das einfach deine Gedanken nicht mehr aussprechen, das wäre toll. Warum hält sich Matthias eigentlich nie an seine eigenen Ratschläge und Vorschläge? Das wäre auch mal toll. Matthias. Wir spielen Reality-Knast. Unsere Knackis müssen in eine enge Zelle. Was sie zur Befreiung brauchen, haben wir im Kuchen versteckt. Und was ist im Kuchen versteckt? Wissen. Eine Frage quasi. Oder eine Behauptung, die sie entschlüsseln müssen. Nee, ist klar. Der große Bildungstest hinter Gittern. Die Regeln? Wir buchten 5 der Stars in unsere gemütliche Zelle ein. Die anderen müssen nach Klatschpressemeldungen suchen, in denen es um prominente Straftäter geht. Und die im Knast müssen überlegen, ob es stimmt oder nicht. Und je mehr sie richtig haben, desto weniger schlimm wird die Bestrafung. So, ja, los geht's, ne? Es dürfen natürlich aber nicht alle Prominenten in diese kleine Zelle, sondern nur 5. Da haben sie gedacht, komm, nehmen wir 2 Ältere, nehmen wir 2 Jüngere. Und ja, wen? Serkan oder Sarah? Dann ja, schnell Schnick, Schnack, Schnuck und ja. Dann ist vorbei. Nee, mir ist egal, ja, aber komm, ich... Halt ja, dann mach doch, wenn es dir egal ist. 50-50. Einmal, ja, Pferdescheinpapier, komm. Ist, ich sag euch ehrlich, nee, weil ich sag euch echt, ich kenn wirklich... Aber ganz ja, dann mach's doch, ich nehme mal den Scheinpapier. Nein, nein, warte, bitte, bevor es wieder Diskussion geht, oh, lass wir sind im Kindergarten, Leute. Oh, Sarah, mach doch einfach Schnick, Schnack, Schnuck. Vor allem, warum will sie sich immer so erklären? Einfach kurz das Maken und dann ist gut. Aber nein, sie so... Moment, du musst das jetzt mal hier verstehen. Ich bin ein Star, ich kenne mich aus. Und dann erzählt sie wieder irgendwas und alle so, Sarah, wir wollen dich gestern, wollten wir dich rausschmeißen, du bist schon wieder da und jetzt wollen wir dich schon wieder rausschmeißen. Bin am Arsch. Gerdesteinpapier. Komm, mach einfach, Serkan, ist okay. Schon okay. Gut. Aber ich kenne mich wirklich extrem gut aus. Ja. Also ich glaube, das wird ein Fehler sein, aber... Alter, wenn du dich so gut auskennst, dann mach doch einfach Schnick, Schnack, Schnuck und schab es vielleicht in den Knast. Oh, jetzt, weißt du, die sagt dann wieder gönnerisch, nee, komm, mach du es schon gut und geht dann weg. Oh, das war so eine dumme Entscheidung. Von dir, du bist gerade weggegangen. Marc, beruhig dich. Ruhe. Ah, das weiß ich. Der Rapper Jizzes wurde vom Hamburger Landgericht zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu 1050 Euro verurteilt, weil er sich auf einer Hochzeitsfeier mit einer Pistole auf Tauben schoss, die man anlässlich seiner Trauung fließen ließ. Wer, was, warum ist das passiert? Hä? Ich habe noch nie von diesem Typen gehört. Mein Gott, ich wäre aufgerissen. Ich habe irgendwie gedacht, es kommen irgendwelche Trash-Star-News und das ist nicht passiert. Ja, aber Sarah wüsste auch Bescheid wahrscheinlich. Nee, das ist ein Fan von mir.
Jesus ist ein Fan von mir, tatsächlich. Ich darf nichts sagen, aber ich weiß es. Natürlich. Natürlich. Es ist natürlich ein Fan. Er betet sie an. Er schickt ihr täglich 2000 Euro, weil er sie so liebt. Leute, das ist klar. Das hätte man auch sich denken können. Die Lösung lautet, jawohl, es war gefaked. Ein Punkt für die Knastis. Yay! Müsst ihr nur noch weitere Fragen beantworten. Und die anderen müssen weiter mit ihren Köpfen in den Torten rumwühlen, um diese Frage rauszuziehen. Yay! Ui, toll. Schauspieler Heiner Lauterbach musste wegen Drogenschmuggels ins Gefängnis. Ich hab gar keinen Plan, ich weiß nicht mal, wer das ist. Lauterbach. Ich kenne nur Karl Lauterbach. Ich bin sogar jetzt gerade überrascht, dass Serkan überhaupt Karl Lauterbach kennt. Aber Serkan war dann gleich so die ganze Zeit so, sind das Brüder? Sind die miteinander verwandt? Die heißen beide Lauterbach. Die müssen verwandt sein, oder? Nee, Serkan ist nicht der Fall. Ja, ja. 8 von 11 korrekt. Da fragt man sich natürlich, wie wäre es mit Sarah gelaufen? Also 11 von 11 hätte ich gewusst, ja. Natürlich, was sonst, Leute? Also, dass sie sich jetzt auch alle nicht schämen, dass man einfach Sarah alleine hätte da reinstecken können. Die hätte es einfach gerockt, die Sarah. Die Sarah Knappig, die weiß, wie es geht. Ich will mich jetzt auch nicht immer so in den Vordergrund spielen, dass ich die Schlauste bin. Das finde ich auch doof. Meine Ausrede habe sofort für alles. Boah, das finde ich auch doof, dass alle immer sehen, dass ich einfach der Klügste bin. Das will ich nicht. Ich bin halt ein bescheidener, Leute. Na, so ist es. 5 Leute müssen allerdings dann bestraft werden, weil sie halt nur 8 von 11 Fragen wussten. Ich weiß nicht, wie diese Wertung da ausgesehen hat, dass dann 5 Leute bestraft werden, aber es werden jetzt 5 Leute bestraft. Zur Zeit ist schon 5, also ich muss auch. Wir haben die falschen Fragen beantwortet, ihr habt alles super gemacht, ja. Ihr habt Fehler gemacht. Wir haben die Fehler gemacht, wir sind 5, wir drehen die Bestrafung an. Wir 5 machen das. Weil die anderen haben so toll im Kuchen rumgewühlt mit ihren Gesichtern. Und das war eigentlich auch schon eine Bestrafung irgendwie. Und die saßen näher bei Sarah. Ist auch eine Bestrafung. Obwohl die anderen waren Matthias im Knast eingesperrt. Ja, das ist einfach schwierig. Ihr müsst euch von nun an den Alltag in der Sala aneinander gekettet meistern. Oh, was ein großes Drama. Aber zum Glück sind die Ketten relativ lang und nicht wie sonst Handschellen, sondern die haben ein bisschen Bewegungsfreiheit und können auch getrennt aufs Klo quasi gehen. Das ist ja auch was wert. Und deswegen ist auch das gut. Die Gruppen werden aber zugeteilt. Julia und Serkan bilden eine Zweierkette. Matthias, Emmy und Eva bilden eine Dreierkette. Und Eva so, ja, toll. Der ist zum Geier, ist eigentlich Serkan. Allerdings gut, dass Julia und Serkan zusammenkommen, weil die sagen ja, also sie sagt über ihn, sie hat wenig Kontakt mit ihm, da ist noch keine Basis und jetzt haben die mal endlich die Zeit, miteinander Zeit zu verbringen. Zusammengekettet. RTL 2 macht's möglich. Mein RTL. Na, wer freut sich schon auf die gemeinsame Zeit? Hm? Ich freue mich, dass ich jetzt nicht mehr alleine bin. Das klang so tief aus dem Herzen. Emmy freut sich wirklich. Die liebt es, die will es. Ja. Das kannst du nicht spielen. Tatsächlich denkt sich Eva jetzt aber so, gut, der ganze Stress ist dir wieder runtergefahren. Ich kann mal wieder über meinen Paul nachdenken und redet dann mit Bernd ein bisschen drüber. Yes. Ja, hier lernt man sich auf jeden Fall in Extremsituationen kennen. Richtig. Ich weiß nicht, manchmal kommt super viel, manchmal kommt nichts. Paul ist schon eine schwere Nuss zu knacken. Da müsst ihr ein paar Takte mit ihm reden. Wieso sollte irgendjemand ein paar Takte mit ihm reden, Eva? Ich meine, wenn der Typ keinen richtigen Bock auf dich hat, dann akzeptier das bitte. Du musst dich nicht so hart die ganze Zeit an den Rand schmeißen. Sarah möchte natürlich aber jetzt auch nochmal ein bisschen ihre Fertigkeiten zeigen, wie sie Leute manipulieren kann und wie sich nochmal, naja, ein bisschen beliebter machen bei der Gang. Matthias, Julia haben anscheinend Probleme mit ihr. Anscheinend Matthias auch, hat es festgestellt. Und dann muss ich jetzt mal was tun. Ja, Julia und Matthias, das muss man ganz raffiniert ausspielen. Ich muss wirklich sagen, hey, ich verzeih. Also ich werde das jetzt hier auf Band sagen, damit ihr alle Bescheid wisst. Ich werde da voll die Show spielen, weil ich komme aus Hollywood, Alter. Und Sarah, Hollywood-Darstellerin, sie ist Charakterdarstellerin, müsst ihr wissen. Die weiß, wie man die Leute komplett verarscht und die sagt uns jetzt an, dass sie denen verzeiht. Sie geht zu denen hin und sagt so, ey, ich verzeih euch. Was überhaupt? Ich meine, du bist doch die anstrengende Sarah. Bitte sprech mich nicht an. Ich muss zu den beiden, weil die beiden wollen essen. Ich komme. Sarah setzt sich dahin und Eva sofort, oh, tickt. Leute, ich habe gar keine Lust hier zu sein, ich muss mal weg, ne? Tja, die Gunst der Stunde genutzt und dann sitzt Sarah und Julia zu zweit. Ich wollte einfach mit dir nochmal sprechen, gar nicht, um irgendwelche Vorwürfe zu machen. Ich habe gestern auch Sachen gesagt, vielleicht haben die dich auch verletzt. Mich haben die Sachen auch verletzt, die du gesagt hast. Ich wollte mal hier sprechen, ohne Vorwürfe zu machen, aber die Sachen, die du gesagt hast, haben mich echt verletzt. Ist das nicht irgendwie ein Vorwurf, Sarah? Ist das ein Vorwurf? Und jetzt erlebt dich hier wahnsinnig ich-bezogen bei jeder Kleinigkeit. Ich hätte gerne
eine zweite Chance bekommen, zu zeigen, weißt du, dass ich eben nicht egoistisch bin. Ich möchte diese zweite Chance haben, um zu zeigen, dass ich nicht egoistisch bin. Ich will diese Chance. Ist das nicht auch ein bisschen egoistisch, Sarah? Allerdings, Julia ist so, ey, komm, ich wünsche dir das auch. Ich hoffe auf eine beste Zeit für dich. Ich wünsche dir alles Gute, wirklich, aber du nervst mich nur manchmal. Also eigentlich ist Julia so good vibes und Sarah ist halt wieder Sarah. Ich kenne dich jetzt mittlerweile, Schwester. Aber freust du dich dann nicht, dass ich noch diese Chance jetzt habe? Ich freue mich für jeden, der die Chance hat. So, sie nervt halt nur manchmal. Sarah, wenn du noch hier bleibst einen Tag, sag einfach gar nichts, dann kannst du vielleicht irgendwie dadurch, dass du gar nichts sagst, dein Image noch irgendwie ein bisschen verbessern. Und damit hat Julia einfach komplett recht. Also, das würde am meisten helfen. Allerdings, das ist so eine Fähigkeit, die besitzt Sarah leider nicht, ne? Eine Umarmung von Julia. Da wäre jetzt eigentlich ein Oscar fällig. Ich habe mich jetzt so offensiv versöhnt, aber ich weiß, dass sie das alles nicht ernst meint. Hä? Sarah, du bist dahin gegangen, diese Versöhnung mit ich verarsche die jetzt und meine das nicht ernst, um dann nach der Versöhnung zu sagen, ach, die meint es nicht ernst. Was ist das für ein Move? Rafft die das? Hat die irgendwie einen Hauch von Selbstreflexion? Hä? Nein. Naja, egal, Leute, es gibt ein neues Spiel und zwar gibt es die Wand der Wahrheit mal wieder mit einer richtig lustigen Frage. Abschalter in der Sala. Von wem hat man genug gehört? Das ist mal wieder eine richtig schwierige Frage, weil von vielen hat man genug gehört. Von manchen hat man schon genug gehört, als sie eingezogen sind. Als sie das erste Format hatten, hat man sich schon gedacht, bitte nie wieder. Und das muss dann wieder sortieren hier. Ich wusste ja direkt, ich bin überhaupt nicht auserzählt. Also gar nicht. Ich bin gerade von Format zu Format, weil ich ja so uninteressant bin. Weil ich ja so interessant bin. Und weil man ja gerade immer mehr von mir wissen möchte. Also ich bin nicht auserzählt. Also ich bin auch nicht auserzählt. Matthias so der Typische. Jemand erzählt was in der Klasse und erzählt richtig, richtig lange irgendwas. Und Matthias so, die Antwort wollte ich auch gerade geben, ja. Ich muss aber auch sehr unangenehm sein, mit Emmy in dieser Box zu sitzen, die ganze Zeit über sich herredet, wie toll sie ist. Und du sitzt daneben so, wir sind aneinander gekettet. Du kotzt mich an sowas. Paul, bitte Ole, komm. Ole, Paul. Hallala, Monsieur Paul. Serkan und Paul wären demnach spannende Persönlichkeiten. In welcher Welt? Nee, leider nicht. Ganz bestimmt nicht. Machen wir Daniel nach vorne. Okay. Eine Sendung ohne Emmy Russ ist ja schon mal gar nichts. Alle wollen mich in einer Sendung sehen, aber ich akzeptiere das mal jetzt einfach ich so. Ich will dich wiedersehen. Und wie supportet Daniel auch noch? Ich will dich wiedersehen. Am besten bei Adam sucht Eva. Ich will dich da sehen. Darf ich dein Adam sein? Du bist die. Ich will dich sehen. Ja, Daniel hat immer noch Bock auf Emmy. Richtig Bock auf den. Das ist ein schönes Kompliment. Es freut mich, mitzukriegen, Leute wollen mehr von mir. Also ganz ehrlich, dass Daniel so gefeiert wird, verstehe ich eigentlich gar nicht. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich würde das nicht gucken. Ich muss allerdings gestehen, dass Matthias da ein bisschen recht hat. Also ich finde, Daniel ist eine authentische, sympathische Person. Aber jetzt auch nicht so sympathisch. Also ist okay. Ist manchmal auch ein bisschen, tritt wirklich ein Fettnäpfchen und ist manchmal auch ein bisschen weird. Er ist halt netter, aber auch ein bisschen weird. So spannend ist es nicht, das stimmt schon. Aber immer noch besser als Matthias. Platz 4 und ziemlich auserzählt, Matthias. Ja, außerdem interessiert es mich gar nicht, was die Leute denken. Ich habe noch so viele Sachen, die ich zeigen kann, die kennen doch gar nicht alles. Ja. Ja, ist ja so. Eva kann ihr Lachen kaum zurückhalten und Emmy auch so. Ja, ich sag jetzt mal irgendwas, ne? Die sind auch überzeugt. Ja, garantiert. Platz 3 geht an den Reality-Superstar Sarah! Ja, natürlich ist meine Karriere auserzählt. Ich meine, ich war in Hollywood. Wo willst du denn noch hin? Ins Universum? Okay, let's do it! Oh Gott! Ja, weil wenn man in Hollywood mal war, dann ist die Karriere auch auserzählt. Sarah hat's verstanden. Aber ist auch eine gute Idee. Sarah, geh ruhig ins Universum. Bitte bleib dann nur dann da auch, ne? Geht an Julia! Ich muss nicht im Fernsehen stattfinden, um zu überleben. Weil ich sehe das irgendwie als Kompliment, dass die wissen, hey, ist eine Mama Kinder großgezogen, die lebt ihr Leben alleine, die hat Fernsehen nicht mehr nötig. Ja, das wird der Gedanke der Zuschauer gewesen sein, Julia, als sie dich auf Platz 1 gewählt haben für die auserzählteste Person. Genau, einfach nur ja. Das stimmt einfach. Da Deutschland dich nicht mehr hören möchte, geben wir dir eine andere Stimme. Das bedeutet, dass alles, was du in der Sala sagst, von einer anderen Stimme synchron gesprochen wird. Oh nein, das haben die doch irgendwie vor 2 Staffeln schon mit Shakira gemacht. Warte, was für Shakira? Jetzt haben wir mit Luna.
Same ist dasselbe. Mit Luna gemacht, wo die bei ihr mal ein anderes Gesicht drauf gemacht haben. Jetzt wird Julia neu synchronisiert. Das ist bestimmt auch nicht lustig. Oh, die haben immer so doofe Ideen. Ich bin dankbar für eine neue Stimme. Vielleicht gibt mir diese neue Stimme mehr Power, Pep und lässt mich böse dastehen. Okay, ein bisschen lustig war es schon. Aber so ein bisschen. Mal gucken, wie es wird. Und kurz danach, Leute, nachdem jetzt das alles geklärt wurde, kann endlich mal wieder eine Party steigen. Die Party läuft doch fantastisch, oder? Würde ich sagen. Bisher noch, ne? Ich diss euch alle weg. Wenn Sarah Kay am Start, dann gibt es einen Track. What the fuck? Was kostet die Welt? Oh mein Gott, Sarah, hör auf zu rappen. Das ist jetzt also wirklich, rappende Sarah ist die schlimmste Art der Kommunikation, die ich mir vorstellen kann. Weil es einfach nur so ein hingerotzter Scheiß ist. Oh, Sarah, bitte, nein. Also ich weiß nicht, ob ich kotzen soll oder kotzen soll. Haben nämlich eine rosige Idee. Wir haben ein Angebot für euch. Oh Gott, ein Angebot für die beiden? Bitte lehnt es instant ab, bevor ihr es hört, weil das kann nichts Gutes werden. Nein, unser Arbeitsplatz bleibt sauber, aber ihr bekommt ein Dream Date. Ich bin ja hier nicht beim Bachelor, ja? Also es war jetzt nicht primär, dass ich hierher gekommen bin und eine Frau kennenlernen wollte. Aber die Eva will halt dich kennenlernen und das ist dann jetzt ein Dreamdate. Das sind Erdbeeren gewesen, Paul. Erdbeeren, das ist ein Dreamdate, das musst du jetzt leider machen. Und dann war Eva so, ich bin aber noch festgekettet, aber das mal trotzdem machen, bitte. Sind dann die anderen beiden auch dabei und müssen nicht nur wie da vor dem Ding sitzen, sondern ganz beim Date draußen sitzen. Das wäre richtig traurig. Ja, das wenn es die Möglichkeit gibt, dass die beide ein Date haben, dann springe ich doch knallhart ein. Oh mein Gott, der Bernd übernimmt die Bestrafung von Eva, damit die einfach ihr Best Life leben kann. Mit Paul in dieser kleinen Hütte, mit Erdbeeren. Wow. Tatsächlich muss dann allerdings, während die beiden dann losgelaufen sind zu ihrem Date, eine andere Gruppe auf Toilette. Und es ist ein Drama passiert, Leute. Können wir kurz die Ketten? Ja. Können wir kurz die Ketten bitte auseinanderbringen? Wer sagt das hoffentlich? Serkan. Julia hat ein Problem und möchte, dass die Ketten auseinandergenommen werden. Und keiner hört zu. Ich habe den Matthias angeschaut und der hat mich ignoriert. Was ist los? Schön, dass du mir gerade zugehört hast, Matthias. Ich hab dir nicht zugehört. Ja, sag ich ja gerade, du hast mir nicht zugehört. Ich kann es nicht, ich kann dem nicht ganz folgen, was da gerade passiert. Ich finde das so abstrus. Oh Gott, das ist die beste Bestrafung ever. Nein. Ich wollte was sagen. Bitte. Du hast mir so einen Stich ins Herz verpasst. Nein, das gar war so. Nicht. Doch hast du. Hast du, Matthias. Was denn? Es tut mir so leid, ich kann es nicht kommentieren. Ich weiß nicht mal, was da passiert. Ich finde es einfach nur so lustig. Okay. Wir sammeln uns kurz. Julia fühlte sich irgendwie ignoriert von Matthias und ist deswegen schwer getroffen, weil sie ein Megastar ist, der nicht ignoriert wird. So war das wohl. Manieren. Das war so scheiße gerade von euch. Von was redest du bitte? Ich stehe da, will was sagen. Ihr ignoriert mich komplett. Mann, ey. Das geht nicht! Wie kann man... Leute, ihr müsst euch diese Folgen komplett angucken. Einfach auch noch zusätzlich mir egal. Stattdessen ist es so toll, wenn man sich das alles anguckt und ich denke, was geht da? Das ist so lustig gewesen. Ich beruhige mich jetzt, aber es war funny. Vielleicht findet es auch nur ich super lustig und kein anderer auf der Welt, aber es ist so toll. Ich glaube, dass Julia auch ein Typ ist, die halt auch ihre Emotionen nach draußen trägt und jeder kennt das, es gibt einen Hoch und Runter. Diese Bauchbinde ist einfach so super akkurat. Warum ist Peggy eigentlich keine Adelsexpertin? Sie sieht so aus wie eine Frau in den 50ern, also die Mitte 50 ist, whatever, und dann über irgendein Adelshaus redet, was keinen juckt. Die Schweden zum Beispiel. Haben die ein Adelshaus? Ich glaube schon. Sicher. 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 Jetzt Punkt aus, fertig aus. Ja. Ich bin deine Freundin und ich liebe dich. Aber sei mal ein Freund. Aber sei mal ein Freund und hör mir zu und guck mich an. Es tut mir leid. Ich kann's nicht. Ich kann, das Schlimme ist einfach, dass das für Julia gerade was richtig schlimm ernst war. Ich kann's nicht ernst nehmen. Sie kann bestimmt auch drüber lachen. Zurück ins Liebesnest von Eva und Paul. Noch lodert hier nur wenig Leidenschaft.
Möchtest du ja was essen? Ja, und das wird wahrscheinlich auch so bleiben, dass er wenig Leidenschaft ist, weil der Paul, der ist nicht bereit für die Liebe oder nicht bereit für Eva. Ja, du, also, wir müssen uns gegenseitig füttern, ne? Das ist schon klar. Wir müssen gar nicht. Paul hat so keinen Bock darauf und Eva ist einfach so mega horny auf den, aber der will einfach nicht. Und sie ignoriert das einfach auch komplett, ne? Eva, der will dich nicht. Akzeptier das bitte. Muss mir eine Frau optisch gefallen? Ansonsten funktioniert halt das eine. Gefalle ich dir optisch? Ha? Einfach mal unverbindlich gefragt. Oh, sie forst das auch immer so. Ich meine, das ist doch nicht mal flirten. Also sie ist ja die ganze Zeit so, findest du mich irgendwie scharf? Gefalle ich dir? Das hat sie ja schon öfter gefragt. Dauernd. Das ist, ich finde, das ist null flirty. Das ist einfach nur so unangenehm. Eva, warum bist du so unangenehm? Unangenehm! Ich fühle mich hier so nicht wohl, ja? Ich bin, was Frauen angeht, hier anders, als wenn ich draußen wäre, ja? Draußen, da hätte er sie schon weggeballert. So sieht es nämlich aus. So ist der Paul, wirklich. Allerdings gibt er manchmal ja trotzdem schon ein bisschen Vollgas. Wir erinnern uns an die letzte Folge, was super eklig ist. Aber ich glaube irgendwie, der wird da manchmal reingedrückt in die Situation und macht dann ein bisschen mit. Aber eigentlich hat er gar keinen Bock. Ich finde, man spürt mehr, dass er keinen Bock hat. Und ich hoffe, das war es jetzt langsam mit der Love Story. Die Liebe streut hier nur herum. So, dass er vielleicht auch den Fokus nicht verlieren möchte, was Kampf der Reality Stars angeht. Aber genau das macht ihn zum Reality Star. Oh Gott, Eva, du kannst ja auch einfach alles schön reden, ne? So ist es dann einfach. Ja klar, so ist es. Gut, wir haben dieses ganze Drama dann aber erstmal hinter uns gelassen. Und es gibt ein neues Spiel, einen neuen Rauswurf, irgendwas. Es gibt irgendwas Neues, Leute. Wir gucken. Die drei neuen Stars im Wettstreit um den Titel Reality Star 2023 sind mächtig. Sie dürfen heute Abend einen Star eiskalt vom heißen Starstrand kicken. Als ob das irgendwie so eine Neuigkeit wäre. Es kommt jedes Mal der Brief, dass die das dürfen. Das wissen die doch alle schon. Allerdings fliegt diesmal auch nur eine weitere Person zusätzlich raus. Also sind drei neu gekommen und Sarah durfte zurückkommen. Allerdings fliegt trotzdem nur zwei Leute raus. Einmal die von den neuen rausgekickt wurde und einmal die gewählt wurde. Ja, okay. Noch eine Neuigkeit gibt es zu verkünden. Die Stars dürfen endlich ihre Ketten ablegen und sind wieder frei in der Sendezeit. Wäre auch fürs Safety-Spiel, glaube ich, ein bisschen problematisch geworden, wenn das jetzt so weiter angekettet gewesen wäre, ne? Habe ich damit auch geschlafen? Oh, das würde mich auch sehr nerven. Es gibt jetzt allerdings ein kleines Wettspiel mit ganz gemeinen Wetten, wo man dann wetten muss, wer von den anderen Leuten es am ehesten nicht schafft. Und dann müssen die Wette trotzdem mal antreten, wer die meisten Stimmen hat. Gewinnt er aber die Wette, so darf er einen der Stars, die ihn nominiert haben, aus dem Spiel werfen. Und die erste Wette ist, einen Ball in den Basketballkorb zu kriegen, ohne die Hände zu benutzen. Klingt schwer. Meine Taktik ist, so ein bisschen gucken, was die anderen aufschreiben, links und rechts. Ich habe dann bei Eva gesehen, sie schreibt Emmy auf. Und dann hat er sich gedacht, seine Taktik ist einfach schummeln und danach, was andere aufschreiben, seinen Namen aufzuschreiben, also den er wählen würde. Was irgendwie unfair ist. Das finde ich nicht geil. Das okay, pass auf. Wir wählen die Emmy. Das ist unmöglich! Oh! Es gab ein Unentschieden. Die Neuen mussten entscheiden, wer da rein muss. Und Emmy muss das jetzt machen. Und die hat Bock. Ich sag's euch, die hat Bock. Ja. Die Idee ist super. Ja, mega die Emmy. Brillant, sag ich nur. Brillant. Du hast 3 Minuten Zeit, das wird locker. Nicht geklappt, ich hab schon gesehen, ich war sehr nah dran. Ja, der war knapp. Oh mein Gott, und Emmy hat das Unmögliche möglich gemacht und diese Challenge gemeistert. Und darf jetzt jemand rauskicken, der sie nominiert hat. Es war einfach nur super, den allen zu zeigen. Hier, Alter. Ey. Das Dämlichste, was man machen hätte können in dem Moment. Ja, das macht Emmy dann halt, ne? Boah, das ist auch so, es ist schon leicht unsympathischer Move. Ich glaube, es sollte eher ausdrücken, ha, ich hab's doch geschafft, ihr Loser, mäßig, aber... Das kommt ja bei der etwas älteren Generation nicht so an. Eva wurde dann allerdings von Emmy rausgekickt. Sie hat sich gedacht, Matthias wähle ich nicht, ich nehme nur die Eva hier. Und war dann richtig good friends mit Matthias. Und dann wurde die nächste Challenge gemacht. Trinke einen Cocktail, den dir deine Co-Stars zubereiten. Ich gehe das Zwiebeln dabei. Oh, das war jetzt, glaube ich, nicht so clever, Matthias das zu sagen. Weil dadurch, naja, wurdest du gewählt. Stößchen auf euch. Auf den ewigen Ruhm. Hat er schon schlimmere Sachen im Mund gehabt, also wird er das ganz einfach runterschlucken. That's what she said. Es stimmt wahrscheinlich auch, aber
War jetzt auch ein bisschen problematisch, diese Aussage. Ah, es geht ums Dschungelcamp, natürlich. Natürlich. Genau. Ja, das ist echt. Emmy. Ja, muss ich echt sagen, finde ich jetzt echt scheiße von dir, weil ich habe dich gerade nicht gewählt. Tja, so ist aber das Leben. Die anderen mag ich mehr. Ciao mit dir. Und Emmy ist so, ich hasse ihn jetzt. Ja, das gibt dann noch mehr Probleme. Ich rieche irgendwie Probleme. Nein, was soll ich denn machen? Dankbarkeit also zeigen! Das hättest du machen können! Sorry. Wirklich, ich habe sie ausschreien lassen. Was denn sonst? Oh Gott, und Emmy ist voll not amused. Ja, sie ist jetzt ein bisschen, ich verstehe es ein bisschen. Also, sie hatte die Überlegung eben, glaube ich, zwischen Paul, Matthias und Eva und war so, Eva ist dann raus. Dann darf Matthias entscheiden, der so, ja, ciao, Emmy, ne? Ich verstehe ihre Wut. Aber so ist das Spiel. Buchstabiere 4 von 8 komplexen Wörtern fehlerfrei. Danke natürlich für Serkan. Das will ich mit Serkan sehen. Bitte Serkan, bitte Serkan, bitte Serkan. Nämlich N-E. Oh, sie haben ihn genommen. Er ist US-Amerikaner und halt nicht Muttersprachler Deutsch. Ja, und man muss dazu sagen, die komplexen Wörter waren nicht komplex. Natürlich waren sie für ihn trotzdem mega schwierig. Sie waren aber trotzdem nicht komplex. Ich war etwas verwirrt. S-T-E-H. Ich hätte auch jetzt mit H gesagt. Ja, Sarah, da hast du dich zum ersten Mal in deinem Leben geirrt. Krass, das überrascht mich jetzt. Jetzt muss der Bachelor Immanuel Kant vorlesen. Harter Tobak, selbst für studierte Philosophen. Vor allem ist Vorlesen eigentlich auch so eine Endgegner-Challenge in dieser Sendung, oder? Ja, Emmy ist ja schon raus. Da sieht er nun, dass er unmöglich wollen kann, dass dieses ein allgemeines Naturgesetz werde. Der Paul hat natürlich auch studiert. Also das war für den ein Kinderspiel. Er hat halt auch die Wörter einfach nur vorgelesen. Also wirklich Wort für Wort einfach nur fortgelesen, ohne einen Satz daraus zu bilden, ohne Betonung oder irgendwas. Also es war jetzt kein Talent. Es war jetzt nicht magisch, aber er hat es geschafft. Schöne Sache. Oh, schöne Sache, Harry. Sehr schön. Es ging ja um Sarah und mich. Und ich wollte Sarah nicht die Chance nehmen, dass sie sich safe. Ich habe dann so gemacht, schmeiß mich raus. Es wäre doch viel zu einfach, Sarah zu nehmen. Letzte Game started with Serkan! Was? Nein! Das glaube ich jetzt nicht! Ja, Sarah wird jetzt aus Mitleid weiter im Game gelassen. Voll nett von Serkan, dass er sagt, komm, nimm mich raus, passt schon. Der ist immer mit Kampfgeist dabei und Schummeln und überhaupt. Finde ich gut, finde ich nice. Ja, und ich finde auch nice, dass Hero von Mariah Carey, Whitney Houston, da im Hintergrund gespielt wird. Was denn nur von Mariah Carey? Ist ja auch egal. Hast du recht, Paul. Und ähnlich wie du sage ich auf keinen Fall Sarah, denn sie fightet hier, seitdem sie zurück ist. Oh, und da ist noch ein Hero. Daniel schleimt sich auch ein. Ja, und jetzt wird Sarah irgendwie bemitleidet oder was? Ja, verstehe ich nicht. Habe ich kein Verständnis für. Sarah. Gut gemacht. Okay, für dich, ne? Klar. Dann schmeißt Matthias mich raus. Was ist da los? Yeah. Er ist halt schwul. Er hat kein Mitleid mit Frauen. So sieht's aus. Das könnte jetzt voll die gleiche Aussage sein. Aber ich finde sie witzig und es ist okay und es stimmt wahrscheinlich auch ein bisschen. Ja, und damit ist Sarah dann weg vom Fenster. Also, sie ist nicht aus der Show raus. Sie kann sich noch nicht mehr safen. Und letztlich konnte es ihr sowieso nur einen Sieg geben. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Daniel ist gesaved. Ja! Glückwunsch! Der ist auch einfach dauersafe. Das ist, glaube ich, das vierte Mal in Folge. Die wollen ihn rausschmeißen, aber werden es niemals können. Vielleicht gewinnt er, vielleicht auch nicht. Man muss halt versuchen, das Unmögliche möglich zu machen, um das Mögliche zu erreichen. Ganz ehrlich, für mich gibt es keinen Grund, warum du sauer auf mich hättest sein können. Sag ich dir ganz ehrlich. Nein, verstehe ich nicht. Pass mal auf. Pass mal auf. Ich habe hier Freunde, die mag ich mehr als dich und dich kenne ich seit 3 Tagen. So ist es, Emmy. Und Emmy, ja, will das jetzt irgendwie Matthias klären, wobei ich mir nicht vorstellen kann, wie man da jetzt irgendwas groß klären soll. Und du bist mir da echt in den Rücken gefallen. Ich hätte das niemals von dir gedacht. Dann wurde hier allerdings gesagt, ey, das mit dem Mittelfinger war jetzt auch nicht die geilste Idee. Eventuell solltest du mal mit den Neuankömmlingen drüber sprechen, weil, naja, die dürfen ja jemand rauswählen und du warst scheiße. Ich habe gar nicht so weit gedacht. Also wenn das wirklich verletzt, glaube ich, jetzt wirklich nicht. Von mir war ja die Absicht, also nicht zu sagen, fickt euch auf ganz ernst, sondern von wegen so, hey, ich habe es trotzdem geschafft. Aber, wenn ich jetzt aufgrund des Mittelfingers auf eurer Liste stehe, dann ich akzeptiere das vollkommen. Ich akzeptiere das vollkommen. Das wäre kein Problem für mich. Ich bin so eine geduldige Nette. Ich bin so eine Aufopferungsvolle. Ich bin eine, die gnädig ist, die das hinnimmt, wirklich. Ich glaube euch, dass wenn ihr mich raushaben wollt, deswegen ist alles gut, wirklich. Kein böses Blut.
Emmy sollte vielleicht nach Hollywood. Das wäre clever. Sie würde es besser machen als Sarah bei Sharknado 4 und 5. Die Neuankömmlinge überlegen sich dann aber dann zu dritt, wen kicken wir jetzt eigentlich raus? Weil irgendjemand muss ja gehen. Adieu, Schlampen. Lass uns den Spieß doch mal umdrehen. Und wir machen das tatsächlich so. Wir lassen die Kleine drin. Weil wir schützen uns vielleicht in der nächsten Nominierung von den Neuen. Weil die Neuen Emmy auch scheiße finden werden und sie rauskicken. Was ist das denn für eine Logik? Also, als ob das so berechenbar bei Kampf der Reality Stars funktioniert. Tut es nicht. Tut es so gar nicht. Tatsächlich musste dann natürlich die Produktion ein bisschen intervenieren und hat dann vor dem Rauswurf alle Leute anscheinend nochmal bequatscht. Weil von der Gruppe gewählt, also von der Großgruppe gewählt, muss diese Person hier gehen. Aus die Maus für Percy, er muss seinen Rotwein jetzt wieder bei sich zu Hause leeren. Der hat einfach die meisten Stimmen bekommen. Alle so, ah, irgendwie, du bist uns nicht böse, wenn wir was machen, oder? Tschüss! Und Sarah bleibt, Emmy bleibt erstmal, ist so, hä? Aber dann durften noch die Neulinge jemand rauskicken. Warum auch erst danach, versteht auch keine Sau. Und ich sag's jetzt einfach knallhart, trocken. Mrs. Siegel. Was? Was? Ich hab gerade jetzt gedacht, ich? Bitte was? Der Schock sitzt bei allen tief. Ja, Matthias kann es nicht glauben. Alle anderen waren auch so, Sarah, Emmy, hä? Was ist mit den Neuen? Ja, jetzt müssen wir Julia verabschieden. Und ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, weil irgendwie hat Julia was Gutes beigetragen in so einem Format. Sie war nicht super schrecklich und sie war chillig und war nice eigentlich. Schade, wirklich schade. Ja, Leute, aber das war's dann wieder mit der Folge gewesen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir Gedanken in die Kommentare. Hier könnt ihr anders anklicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.